Sicher haben Sie in den letzten Jahren hier und da schon mal Tausende von Feuerwanzen an Stämmen von Linden und Robinien beobachtet, nur nicht in diesem Frühjahr, denn der Winter war viel zu kalt. Und Kälte ist das Einzige, was Feuerwanzen überhaupt nicht vertragen. Mehrere Nächte mit starkem Frost wie im vergangenen Winter bedeuten für viele Tiere den Tod. Nur ein paar Glückliche schaffen es, an geschützten Stellen zu überleben. Dementsprechend wenige Feuerwanzen sind denn auch in diesem Frühjahr unterwegs. Nur vereinzelt sonnen sie sich an den Stämmen und tanken Kraft für die nächsten Wochen. Denn nun gilt es, die Verluste wettzumachen. Und das mit Temperament. Liebestolle Männchen springen alles an, was schwarz-rot glänzt. Ruhelos streifen sie umher, ständig auf der Suche nach dem anderen Geschlecht. An ihrem Hinterleib sitzt ein ausstülpbares Organ. Damit müssen sie bei einem Weibchen andocken. Aber das ist gar nicht so einfach. Guter Wille allein reicht nicht. Wer sich ungeschickt anstellt oder beim Andocken zu lange braucht, der wird einfach sitzen gelassen. Pech gehabt. Irgendwann aber klappt er doch, der Sprung in die Abhängigkeit. Denn ab jetzt ist er ein willenloses Anhängsel. Bis zu 30 Stunden schleppt das Weibchen ihn hinter sich her auf der Suche nach einem Platz für ihre Eier. Oft entscheiden sich dann alle für die gleiche Stelle. Besonders beliebt für die Eiablage sind die besonnten Stammbasen alter Linden. Hier schlüpfen im Mai die ersten Wänzchen. Noch sehen sie ganz anders aus als ihre Eltern, doch mit jedem Larvenstadium werden sie den erwachsenen Tieren ähnlicher. Genau wie die großen Wanzen neigen schon die Kleinen dazu, sich zu versammeln. Verantwortlich dafür ist ein Botenstoff, den die Tiere abgeben. Dieses Pheromon veranlasst die Wanzen, sich zusammenzurotten. Wahrscheinlich bietet der Zusammenschluss den Tieren mehr Schutz gegen Kälte und Feinde. Im Garten sind die Feuerwanzen oft unter Malven und Stockrosen zu finden. Deren Samen sind ihre Hauptnahrung. Mit dem steifen Rüssel bohren sie durch die harte Schale, um an die Flüssigkeit zu gelangen. Ihre Trophäen schleppen sie dann überall mit sich herum und verteilen sie im ganzen Garten. So wachsen oft Malven und Stockrosen an Stellen, an denen der Gärtner sie gar nicht eingeplant hat. Mehr Unheil aber richten die Tiere nicht an. Wer seinen Garten mit Feuerwanzen teilt, muss deshalb keine Angst vor Schäden haben. Wem die Tiere lästig sind, der kann sie meist dadurch loswerden, dass er die Streuschicht unter ihren Lieblingsbäumen entfernt und auf Malvengewächse verzichtet.